Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Als ich den Gesetzentwurf der AfD letzte Woche zum ersten Mal gelesen habe, wollte ich mich zunächst inhaltlich und politisch darauf einlassen. Denn es ist natürlich so, dass Hessen bei der Zahl gesetzlicher Feiertage im Vergleich mit anderen Bundesländern durchaus noch Luft nach oben hat. Bei zusätzlichen Feiertagen müssen wir aber auch überlegen, welche geschichtlichen Ereignisse für uns in Hessen und in Deutschland von herausragender Bedeutung sind. Wir als Linke sind im Gespräch mit anderen Fraktionen, ob man den 8. Mai als Feiertag oder auch Gedenktag einführen sollte. Er markiert schließlich das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Befreiung vom Nationalsozialismus. Er steht damit für einen Neubeginn von Frieden und Demokratie in Deutschland. Wir können uns durchaus auch vorstellen, den 8. März, den Internationalen Frauentag, als einen Tag zur Durchsetzung von Gleichberechtigung zum Feiertag zu machen. Auch der 1. Dezember, der Tag der Hessischen Verfassung, die immerhin die erste Verfassung im Nachkriegsdeutschland war, bietet sich da an. In all den genannten Fällen geht es darum, den Geist von Frieden und Sozialstaatlichkeit lebendig zu halten. Genau hierzu sollen zusätzliche Feiertage einen wichtigen Beitrag leisten. Doch wenn man den Gesetzentwurf der AfD-Fraktion liest, gerät man unweigerlich ins Stocken. Warum? Wegen dem besonderen Geschichtsverständnis dieser Partei oder besser gesagt, wegen dem Geschichtsunverständnis der AfD. Was mir an dem vorliegenden Gesetzentwurf auffällt, ist der Begriff 9. November, Tag der deutschen Geschichte. Dabei wird Deutsch auch ganz groß geschrieben. Was weiter auffällt, ist die Mischung aus bedeutenden und weniger bedeutenden Ereignissen, die jetzt auch noch erweitert wurde heute in der Rede, ebenso wie des freudigen oder auch der schrecklichen Ereignisse. Was davon sollen wir bitte an diesem Tag feiern? Gedenken. Ja. Feier- und Gedenktag, da müssen Sie schon entscheiden zwischen dem einen oder dem anderen. Das Entscheidende in Ihrem Gesetzentwurf ist aber die Verharmlosung. Ich habe den gut gelesen und mehrmals gelesen, der ist nicht so lang. Das Entscheidende in Ihrem Gesetzentwurf ist aber die verharmlosende, bewusst geschichtsklitternde Umschreibung der Reichspogromnacht als die bloße Zerstörung von Synagogen. Ja, aber in Ihrem Antrag, auf den Sie sich ja verständigen müssen in der Fraktion, lese ich das nicht. Insofern versuchen Sie, eine Scharte auszuwetzen, wo Sie intern sozusagen Differenzen haben in Ihrer Fraktion. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass dann zu so einer solchen Formulierung und zu einem solchen Gesetzentwurf führt. So. Das Entscheidende hier ging es doch nicht nur, wie Sie schreiben, um eindringliche Demonstrationen der grundsätzlich gegebenen Gefährdung der rechtsstaatlichen Ordnung. Was ein Wortungetüm für die Reichspogromnacht. Was für ein Wortungetüm haben Sie da gewählt? Nein, hier ging es, wie der Leiter der Anne-Frank-Bildungsstätte, Dr. Mendel, in seiner Pressemitteilung zu Recht schreibt, um die Bedeutung, die der 9. November 1938 für die Shoah, also die systematische Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden, hatte. Aber der Begriff Juden oder Judenverfolgung taucht ebenso wenig in Ihrer Begründung zu Ihrem Gesetzentwurf auf wie der Begriff Shoah. Und das ist meiner Ansicht nach verräterisch. Dr. Mendel hat recht, wenn er sagt, indem Sie den Begriff, den Beginn der Novemberpogrome als ein Ereignis unter vielen präsentieren, relativieren Sie dieses besonders historische Datum. Und ich glaube, dass das auch gewollt ist von Ihnen. Am 9. November 1938 wurden 1.400 Synagogen und jüdische Gebäude von Nazis niedergebrannt. Mehr als 800 jüdische Menschen wurden unmittelbar an diesem Tag ermordet. Nur 500 Meter entfernt von hier brannte die wunderschöne Wiesbadener Synagoge. Unwiederbringlich, wie überall in Hessen und Deutschland. Und die Folge von 3.000 Jüdinnen und
Juden alleine in Wiesbaden kehrten nach 1945 noch etwa ein Dutzend zurück. Eine ganze Bevölkerungsgruppe und Kultur würde systematisch vernichtet. Es macht ebenso einen Unterschied, ob man die Vergangenheit ohne Auslassung oder Beschwichtigungen kennt und die richtigen Konsequenzen daraus zieht, oder ob man in der Vergangenheit lebt oder sie gar teilweise sich zurückwünscht. Es war der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion und Ehrenvorsitzende ihrer Partei Gauland, der vom Nationalsozialismus als einem Fliegenschiss der deutschen Geschichte gesprochen hat. Sind 60 Millionen Tote, davon 6 Millionen Jude, ein Fliegenschiss der Geschichte, meine Damen und Herren? Und es war der AfD-Landesvorsitzende in Thüringen, Bernd Höcke, der das Holocaust-Mahnmal in Berlin als Mahnmal der Schande bezeichnete, der eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad gefordert hat, die Sie offensichtlich in Ihrem Antrag jetzt nachvollziehen wollen. Es gilt unzählige weitere Beispiele der Geschichtsklitterung, der NSD-Relativierung und sogar der NSD-Anknüpfung durch die AfD. Wer aber so mit der NS-Geschichte, Herr Dr. Grobe, unseres Landes und ihren Millionen Opfern umgeht, sollte zum 9. November als Tag der Geschichte besser schweigen. Am Montagabend wurde zu bester Sendezeit auf einem Privatsender eine bemerkenswerte Dokumentation ausgestrahlt. Es ist eine zweijährige Recherche zur rechtsradikalen Szene in Deutschland, zur Mischszene aus radikal-militanten Neonazis und der AfD, die sich vielfach positiv aufeinander beziehen und vielfach zusammengehören. Das krasseste Beispiel sind die Aussagen des ehemaligen Sprechers Ihrer Bundestagsfraktion, also dem Sprecher von Gauland und Weidel, der in einem Moment, wo er sich unbeobachtet gefühlt hat, je schlechter es Deutschland gehe, desto besser sei dies für die AfD. Und es sollten möglichst viele Flüchtlinge kommen, denn das nutze der AfD, um hinterher noch hinzuzufügen, wörtlich, ich zitiere, kann man die immer noch, also die Flüchtlinge immer noch erschießen oder vergasen. Zitat Ende. Ich frage die AfD Hessen, gibt es irgendwelche Schamgrenzen in Ihrer Partei? Wo sind Ihre Rücktrittsaufrufe an Gauland und Weidel? Wo ist Ihre Empörung, wenn der ehemalige Sprecher Ihrer Bundestagsfraktion der Erschießung und Vergasung von Menschen das Wort redet? Wo ist Ihre Empörung? Wo ist Ihre Presseerklärung dazu? Herr Kollege Schaus, Sie müssen zum Schluss kommen. Das alles spricht Bände und birgt und wirft ein klares Bild auf das Geschichtsverständnis der AfD. Und deshalb, so einen Feiertag der deutschen Geschichte wollen wir nicht. Vielen Dank, Kollege Schaus. Es gibt eine Kurzintervention. Dr. Grobe, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen von der Linkspartei, liebe Kollegen von den nach links gerückten Parteien, ich teile Ihre Aufregung über die unsäglichen und menschenverachtenden Aussagen von Herrn Lüth. Er hat nicht für mich und nicht für uns als Partei gesprochen, in der er schon seit einiger Zeit gar kein Mitglied mehr ist. Aber bitte bedenken Sie bei all Ihrer Aufregung eines. Wir als AfD haben ihm sofort nach Bekanntwerden dieses Sachverhalts die Tür gezeigt und uns so von seinen Ansichten befreit. Ganz im Gegensatz zur Linkspartei, die nach wie vor einen neunfachen Mörder beschäftigt und diesen auch noch rehabilitiert sehen will. Die Kritik und Entrüstung im Altparteienkartell, darüber hält sich jedoch die Kritik und Entrüstung im Altparteienkartell, darüber hält sich jedoch seit Jahren, über vier Jahren, sehr in Grenzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Doppelmoral. Vielen Dank. Hermann Schaus, bitte ganz antworten.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe mich gestern schon über die Kurzintervention von Herrn Lambrou in dieser Angelegenheit Gedanken gemacht, weil hier etwas falsch dargestellt wird. Herr Dr. Grobe, Sie machen es jetzt gleich wieder. Also, ich will darauf hinweisen, Sie haben darauf hingewiesen, dass sofort die Entlassung in der Bundestagsfraktion gestern bzw. vorgestern vorgenommen wurde. Das ist aber falsch, denn Sie wissen genau, dass Ihr Bundestagspressesprecher oder Ihr ehemaliger Bundestagspressesprecher schon früher als bekennender Neonazi aufgefallen ist. Deswegen ist er ja von dieser Funktion abgelöst worden. So, dass er aber daraufhin noch sozusagen zwar von der Funktion entbunden wurde, aber weiter in der Bundestagsfraktion beschäftigt war, also von unser aller Steuergeld bezahlt wurde bis gestern. Er wurde also weiter in der Bundestagsfraktion toleriert, trotz seiner Aussagen und nationalsozialistischen sozusagen Hintergründe, und erst entlassen, und dabei bleibe ich, weil er sich als Neonazi hat erwischen lassen.